Audio-Post. Geklickt. Gehört. Wann kommt endlich die Spritze mit dem heilenden Wirkstoff gegen das Coronavirus? Diese Frage stellen sich derzeit viele Menschen auf der ganzen Welt. Die Forscher in Tübingen sind seit Monaten ganz nah dran an dem Mittelchen. Aber sie müssen sich besonders mit sogenannten Impfgegnern herumplagen. Doch laut Andreas Wiesler könnten für die Impfindustrie besonders Hacker auch gefährlich werden. Ja, auch die Hacker sind auf der Suche, aber nach unentdeckten Schwachstellen, um Systeme zu übernehmen. Gerade Ransomware ist ein riesig großes Thema. Dabei werden alle Daten verschlüsselt und ein hohes Lösegeld gefordert. Und nur wenn ich das bezahle, komme ich wieder an meine Daten ran. Andreas Wiesler ist Sicherheitsexperte auf dem Gebiet der Cyberattacken. Als Geschäftsführer der Firma Go Security berät er Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Nicht erst seit US-Präsident Trump den Impfstoff nur für sein Great America beanspruchen will, hat der Kampf um den Impfstoff gegen das Coronavirus begonnen. Noch nie war Impfen so ein großes Thema und jetzt sollen russische Hacker angeblich Impfforscher ausspioniert haben. Sind Impfentwickler auf mögliche Cyberattacken überhaupt vorbereitet? Ich vermute mal, dass die IT sehr viel unternehmen wird, um genau solche Dinge zu verhindern, dass es wirklich zu keinem Zwischenfall kommt. Aber wenn nur eine einzige Person auf einen verseuchten Link klickt, dann ist das Unglück passiert. Der Computerexperte weiß, ob die Firmen der Branche überhaupt Möglichkeiten haben, sich vor Cyberangriffen zu schützen. Auch hier kommen die klassischen Sicherheitsmaßnahmen zum Einsatz. Unbedingt alle Systeme auf dem neuesten Stand halten. Wenn ein Update herauskommt, dieses sofort installieren. Eine Firewall nutzen, die den Netzwerkverkehr filtert. Und natürlich auch ein Antivirenprogramm, das ganz, ganz viele Viren, die da rumgeistern, erkennen können. Und nicht vergessen dürfen die Mitarbeiter, auch die müssen regelmäßig auf diese Gefahr sensibilisiert werden. Genau hier sollte der Fokus liegen, denn es gibt eine klassische Schwachstelle für Unternehmen. Neben nicht aktuellen Systemen ist es ganz klar der Mensch. Der steht im Fokus von diesen Hackern. Dabei ist ja gar nicht einmal Böshaftigkeit dahinter, sondern ich denke, jedem ist schon mal ergangen, in der Hektik passiert es, dass ich nicht so genau lese und schneller geklickt habe und ich könnte mir so einen Schädling einfangen. Egal ob Impfindustrie oder Solounternehmer, viele Daten werden in Einzeldokumenten gespeichert. Computersicherheitsexperte Andreas Wiesler weiß, wie wir diese schützen und speichern können, selbst wenn ein Hacker bereits Zugriff auf unseren PC hat. Daten sollten niemals auf dem eigenen Gerät gesichert werden, sondern immer zentral auf einem Server abgelegt. Denn dort kümmert sich die IT, macht regelmäßig Backups, am besten natürlich auf einem Bandlaufwerk und das Band wird dann im Tresor abgelegt. Beim Notfall kann ich es da wieder herausholen.